Herzlich willkommen, Devin Duncan. Ja, vielen herzlichen Dank, Klaus. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle hier seid. Es sieht einfach fantastisch aus, hier unter der Sonne mit euch zusammen zu demonstrieren, liebe Freundinnen und Freunde. Und Klaus hat gesagt, wir stehen hier auf diesem schönen Marienplatz nicht nur für uns selbst. Wir stehen für die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland, die gegen den Aufrüstungswahnsinn ist, die Nein sagt zu deutschen Auslandseinsätzen der Bundeswehr, die Nein sagt zu Rüstungsexporten in alle Welt, in Diktaturen, in die Golfstaaten, an die Türkei, die sagt Nein zu dieser Aufrüstung und zur Kriegspolitik. Und für die sind wir heute alle zusammen hier. Diejenigen im Bayerischen Hof. Im Bayerischen Hof versammeln sich nämlich die Extremisten. Sie stehen für extreme Minderheitenpositionen in unserem Land und schotten sich ab vor der Bevölkerung. Sie verschanzen sich hinter Absperrgittern und einem riesigen Polizeiaufgebot. Und man möchte ihnen zurufen: Wovor habt ihr eigentlich Angst, liebe Freunde? Wenn ich jetzt lese, unser großartiger Außenminister Heiko Maas soll drüben im Bayerischen Hof angekündigt und erklärt haben, Deutschland stehe bereit, wäre bereit für mehr militärisches Engagement. Da sage ich, Herr Heiko Maas, not in our name, nicht in unserem Namen. Wir sind gegen die Militarisierung. In dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump laut Umfragen eine große Gefahr für den Frieden auf der Welt sehen, versammeln sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Bundesregierung im Bayerischen Hof hinter den Kriegstreibern aus Washington, denen es eben egal ist, Völkerrecht zu brechen, Drohnenmorde zu begehen oder internationale Verträge wie dem Pariser Abkommen, dem Iran-Atomabkommen oder eben dem Abrüstungsabkommen INF einzuhalten. Auch das not in our name, liebe Bundesregierung. Und man staunt auch wirklich nicht schlecht, wenn man sich die Reden der Gäste anschaut. So sagt ein Außenminister der USA, Mike Pompeo, in seiner Rede doch tatsächlich: Die USA schützen die Menschen weltweit und im Umweltschutz sei die USA führend. Die USA handle in der Außenpolitik völkerrechtskonform und respektiere die Souveränität anderer Staaten. Liebe Freundinnen und Freunde, man hat den Eindruck, Mike Pompeo hat sich in den Kölner Karneval verirrt. Und genauso der französische Präsident Macron. Macron sagt doch tatsächlich, wir können nicht der Juniorpartner der USA sein. Ich würde sagen, auch das, liebe Freundinnen und Freunde, ist nichts außer Fasching. Denn was sonst ist man in Afghanistan, in Syrien, in Libyen, im Libanon oder auf dem Balkan? Nichts außer Juniorpartner der USA, lieber Herr Macron. Es sind eben auch jene im Bayerischen Hof, liebe Freundinnen und Freunde, die die Welt, Klaus hat es angesprochen, vor einem Monat an den Rand eines großen
neuen Krieges im Nahen Mittleren Osten geführt haben. So stand noch vor einem Monat die Welt direkt vor einem großen neuen Krieg, als am 3. Januar in Bagdad im Irak der iranische General Soleimani durch eine US-Drohne auf Befehl des US-Präsidenten, was nichts weniger ist als ein staatsterroristischer Akt, hatte er direkt den Befehl gegeben zu diesem Drohnenmordeinsatz. Und er hat nicht nur das gesagt. US-Präsident Donald Trump hat mit weiteren Völkerrechtsbrüchen gedroht und sogar mit einem Kulturbruch. Seine Ankündigung, bei iranischen Vergeltungsschlägern auch Kulturstätten im Iran zu bombardieren. Ja, das erinnert nur an das Wüten des IS-Terroristen in Palmyra in Syrien oder die Zerstörungen der Taliban in Bamiyan in Afghanistan. Das ist die Praxis der US-Administration, die Praxis des IS-Terrorismus und der afghanischen Taliban. Und deshalb sagen wir auch das nicht in unserem Namen. Und auch wenn dieser große Krieg gegen den Iran zum Glück erst einmal abgewendet wurde, die Kriegsgefahr ist weiterhin anhaltend hoch und die US-Amerikaner setzen weiterhin auf eine Politik der Gewalt. Im Bayerischen Hof reden sie von Frieden, ja, gar von Frieden durch Dialog. Aber in Wirklichkeit stehen sie für Krieg, für Völkerrechtsbruch und für eine Politik der Stärkeren. Der Konferenzchef Wolfgang Ischinger beklagt, dass die deutschen Tornados in Syrien und im Irak ja nur Fotos machen und keine Bomben abwerfen würden. Dabei verschweigt Ischinger Folgendes. Die Bomben der USA haben die Stadt Mosul in Schutt und Asche gelegt. Die Bomben der USA haben die Stadt Raqqa in Schutt und Asche gelegt. Und diese rücksichtslosen Zerstörungen sind auch der Nährboden für neuen Terrorismus in der Region. Und die deutsche Bundeswehr stand niemals abseits und steht nicht abseits in Syrien, sondern sie assistiert bei diesen Bombardierungen und das auch nicht in unserem Namen. Und wenn ich jetzt höre, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dieser Konferenz dort die Großmächte vor Egoismus warnt, da sage ich doch, schauen Sie doch, lieber Herr Steinmeier, erstmal in den Spiegel. Das ist doch wirklich, da ist so viel Heuchelei bei diesen Reden. Denn wer wie Steinmeier sich hinter ein Aufrüstungsziel der NATO stellt und dazu aufruft, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre Ausgaben für Militär und Rüstung auf 2% des Bruttoinlandsprodukts vergrößert, ja, was denn sonst als Großmachtspolitik ist denn das, wenn man so massiv aufrüstet, dass man 85 Milliarden Euro pro Jahr für Rüstung und Militär ausgeben möchte? Ich finde, daran, liebe Freundinnen und Freunde, erkennt man, wie Sie Ihren Diskurs führen. Sie bauen einen Pappkameraden auf, dass Deutschland vom Image her quasi zurückhaltend sei, um ihn dann noch massiver einfach totschießen zu können, um noch massiver aufzurüsten, um noch mehr Bundeswehreinsätze im Ausland beschließen zu können. Und um diesen Aufrüstungswahn kommt ja auch eben die Hybris, etwa wenn Außenminister Heiko Maas verkündet, Europa werde seine Stärken künftig ausspielen und dabei gleich noch mehr deutsche Bundeswehreinsätze in der Sahelzone ankündigt. Dabei weiß Heiko Maas ganz genau, dass die Bevölkerung in Mali, wo die Bundeswehr an der Seite der Franzosen schon seit Jahren stationiert ist und deren Krieg mitführt, dass die Bevölkerung in Mali für den Abzug der französischen Soldaten in ihrer Region ist. Und ich finde, ein zusätzlicher Einsatz der Bundeswehr am sogenannten Antiterrorkampf der französischen Soldaten, die gezielte Tötungen
vor Ort durchführen. Das ist wirklich abenteuerlich und das ist größenwahnsinnig und deshalb muss es auch gestoppt werden, dieser Größenwahn der Bundesregierung. Und ich möchte auch Herrn Heiko Maas die Frage stellen, wieso wollen Sie deutsche Bundeswehrsoldaten sterben sehen, um die preiswerte Versorgung mit dem Uran aus dem Niger für die französische Atomindustrie zu sichern? Das kann doch auch nicht in unserem Namen geschehen, liebe Freundinnen und Freunde. Aber es ist nicht nur so, dass Sie eben mehr Krieg meinen. Es ist auch so, dass diejenigen, die sich in diesem bayerischen Hof versammelt haben, auch diejenigen sind, die einen Journalisten, den Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, am liebsten im Gefängnis lebendig begraben sehen wollen. Sie sind es, die nämlich empört darüber sind, dass die Kriegsverbrechen der US-Armee im Irak, die sie begangen haben, im Afghanistan, die sie begangen haben, veröffentlicht worden sind. Sie sind es, die wütend sind, dass ihre ganze Narrative, ihre Lügengeschichten über chirurgische Kriege, über saubere Kriege, ohne zivile Opfer, dass diese Lüge einfach entlarvt worden ist von WikiLeaks und Julian Assange. Und deshalb möchten sie ihn lebendig im Gefängnis begraben. Und deshalb sind wir auch hier solidarisch mit Julian Assange, mit WikiLeaks und mit allen, die für die Wahrheit kämpfen. Ich bin nicht erst seit gestern solidarisch mit Julian Assange. Ich bin von Anfang an seiner Seite gewesen und habe in den letzten Jahren immer wieder erlebt, wie viele Menschen der Rufmordkampagne von Geheimdiensten, von Mainstream-Medien auf dem Leim gegangen sind und immer wieder die Narrative wiederholt haben, Assange wäre ja ein Narzisst, ein Egomane, ein Vergewaltiger oder sonst irgendetwas. Aber jetzt wissen wir, durch die Veröffentlichung von Dokumenten durch den UNO-Sonderbeauftragten, also ein Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen, ein Schweizer Nils Melzer, hat öffentlich gemacht, dass die Behörden Schwedens, Großbritanniens und der USA eine beispiellose Rufmordkampagne gestartet haben, hin zur Manipulation von Polizeiakten in Schweden, die fälschlicherweise eben nahelegten, Assange sei ein Vergewaltiger. Nur um die Solidarität mit Julian Assange zu brechen. Doch auch durch die Arbeit von Nils Melzer und vielen anderen hat sich die Stimmung gedreht. Und es gibt zum Beispiel jetzt einen Aufruf von über 130 prominenten Politikern, Journalisten, Kulturschaffenden, die einen Appell losgetreten haben zur Freilassung von Julian Assange, zur Freilassung aus der Auslieferungshaft im Hochsicherheitsgefängnis in London in Belmarsh. Und ich finde, dieser Aufruf ist unterstützenswert. Unter assangehelfen.de kann ihn jeder unterzeichnen, weil Julian Assange braucht unsere Solidarität und Unterstützung. Denn nicht diejenigen, liebe Freundinnen und Freunde, nicht diejenigen, die Kriegsverbrechen veröffentlicht haben, gehören hinter Gittern, sondern die, die sie begangen haben oder zu verantworten haben. Wichtig, auch gerade in Zeiten des Krieges. Da gibt es ja immer das geflügelte Wort, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, die Wahrheit wird lange vor einem Krieg bewusstlos geschlagen, um Kriege zu ermöglichen. Und deshalb liegt es an uns Demokraten, dieser Wahrheit auf die Beine zu helfen und diese Wahrheit auch wieder kundzutun. Und deshalb braucht es auch eben einen mutigen Journalismus, der für diese Freiheit einsteht.
Dank. Wir leben in Zeiten des Krieges und in diesen Zeiten erreichen die Lügen zu seiner Legitimation eben auch, erreichen sie uns und erreicht auch die Heuchelei der Bundesregierung, mit der sie die eigene Verantwortung von ihrer eigenen Schuld verborgen lassen wollen, immer neue Höhen. Und ich möchte da zwei Beispiele nennen, auch um den Menschen dort im Bayerischen Hof eben nicht auf den Leim zu gehen. Als jüngstes Beispiel dient hier die Libyen-Konferenz der Bundesregierung vom 19. Januar. Zusammen mit anderen Teilnehmerstaaten hat die Bundesregierung bekräftigt, ein UN-Waffenembargo, was schon seit über 10 Jahren verhängt worden ist und eigentlich Gültigkeit haben sollte. Seit 10 Jahren wissen wir ungefähr, dass es einen Stellvertreterkrieg gibt nach dem Regime-Change-Krieg der US-Amerikaner und der Franzosen in Libyen. Ein Stellvertreterkrieg, dass Katar, die Türkei an der Seite der Moslembruderregierung in Libyen, in Tripolis, gegen Saudi-Arabien, die Emirate und Ägypten diesen Krieg führen. Und dass diese Staaten jedes Mal das UN-Waffenembargo auch brechen. Das sagt die UN in ihren eigenen Berichten. Und die Bundesregierung stellt sich dahin und sagt, wir sind für dieses Waffenembargo. Und liebe Freunde, auf meine Anfrage jetzt kürzlich stellt sich heraus, dass diese Bundesregierung allein in den ersten Wochen dieses Jahres das Wirtschaftsministerium Waffenlieferungen im Millionenwert an im Libyen-Krieg beteiligte Staaten genehmigt hat. Was? Da sagt man sich doch, was für eine Heuchelei dieser Bundesregierung. Allein Ägypten hat in den vergangenen 10 Jahren Waffen im Werte von ungefähr 2 Milliarden Euro bekommen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Waffen im Werte von knapp 2 Milliarden Euro bekommen. Allein letztes Jahr 456 Millionen Euro. Und das, obwohl die Bundesregierung weiß, dass die Emirate sowohl in Libyen Krieg führen mit diesen Waffen als auch im Jemen. Und ich finde, wer sonntags im Kanzleramt eine Konferenz abhält und ein Waffenembargo bekräftigt, der darf doch nicht am Montag Waffenlieferungen genehmigen an Staaten, die an diesem Krieg beteiligt sind. Wo kommen wir denn hin? Damit muss doch Schluss sein, wenn wir ernsthaft glauben, dass wir im Krieg stehen wollen. Eine wirklich so verkommene und lügenhafte Politik. Ein anderes Beispiel ist Syrien. Jetzt ist ja das Gerede im Bayerischen Hof davon, dass der Westen in Syrien versagt habe, dass er nicht eingeschritten wäre. Dabei ist die Welt eben nicht Westlessness, wie sie sagen dort im Bayerischen Hof, sondern man muss sagen, die Bundesregierung stand niemals im Abseits im Krieg in Syrien. So lieferte und liefert die Bundesregierung weiterhin Waffen und Kriegswaffen in diese Region. Beispielsweise an den türkischen Staatspräsidenten Erdogan, der mit islamistischen Mörderbanden Kurden im Norden Syriens hat massakrieren lassen. Der jetzt an der Seite von Al-Qaida in der syrischen Provinz Idlib weiterhin kämpft. Ich finde, wer in Syrien gemeinsame Sache mit islamistischen Mörderbanden macht, wer ihnen tragbare Flugabwehrraketen liefert, der sollte doch zumindest seine Heuchelei etwas mäßigen, liebe Freundinnen und Freunde. Wer mit anzündet, wer mithilft, den Nahen Osten anzuzünden, sollte uns jedenfalls das Motto Frieden durch Dialog ersparen, weil das ist nichts anderes als eine lügenhafte Politik. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir leben nicht nur in einer Zeit des Krieges, wir leben auch in einer Zeit einer gigantischen Aufrüstung. Erst gestern hat das Londoner Institut für strategische Studien ihren Jahresbericht veröffentlicht. Und sie sagen,
mehr Geld denn je wird für militärische Zwecke international jetzt ausgegeben. Und man muss sich das mal vorstellen, $1,73 Billionen, das sind 1.730 Milliarden Dollar, die dieses Jahr Staaten weltweit ausgeben für die Aufrüstung. Führend sind hier die US-Amerikaner mit $685 Milliarden. An zweiter Stelle China mit 181. Und an dritter Stelle ein Freund und Stabilitätsanker der Bundesregierung, der auch immer wieder deutsche Waffen bekommt, obwohl sie Journalisten in ihren Konsulaten zersägen, obwohl sie einen Bombenkrieg im Jemen führen, wie beispielsweise die Kopfabdiktatur Saudi-Arabien. Und man muss sagen, an vierter Stelle steht Russland mit $61 Milliarden, die sie ausgeben. $61 Milliarden. Und wo steht die Bundesregierung? Die Bundesregierung hat jetzt ihren Rüstungsetat dieses Jahr auf über 50 Milliarden Euro hochgefahren. Steinmeier, Maas, Annegret Kamp-Karrenbauer wollen diesen Etat auf 85 Milliarden Euro pro Jahr hochtreiben. Deutschland wäre damit endgültig der Juniorpartner der USA im Westen und die stärkste Militärmacht in Europa noch vor Russland. Ich finde, das ist kein erstrebenswertes Ziel, liebe Freundinnen und Freunde. Ich finde, weil man sieht, statt besserer Pflege geht es hier um neue Panzerarmeen. Statt mehr Kindertagesstätten geht es ihnen um mehr Kriegsschiffe. Und statt um die Sanierung von Schulen geht es ihnen immer mehr um neue Kriegseinsätze der Bundeswehr. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, braucht diese Politik nicht nur Protest, sondern wir müssen auch den Widerstand gegen eine solche menschenverachtende Politik organisieren. Und liebe Freundinnen und Freunde, die Bundesregierung betreibt nicht nur selbst im Rahmen der NATO, der Europäischen Union oder auch jetzt der neuen deutsch-französischen Achse eine massive Aufrüstungspolitik. Die Bundesregierung stellt auch den US-Amerikanern die Bundesrepublik Deutschland quasi als einen unsinkbaren Flugzeugträger zur Verfügung. Deutschland ist die US-Mordzentrale und die Infrastruktur für völkerrechtswidrige Kriege. So hat beispielsweise die US-amerikanische Militärbasis in Ramstein in Rheinland-Pfalz. Diese Airbase Ramstein dient als eine Relaisstation für die US-Drohnenmorde. Das heißt, Ramstein wird dazu genutzt, um Menschen weltweit ohne jedes Gerichtsverfahren auf Befehl des US-Präsidenten zu töten. Ja, man muss sagen, zu ermorden. Und so ein Mordprogramm ist nicht vereinbar mit unserem Grundgesetz, wo in Artikel 1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Drohnenmorde von deutschem Boden darf es nicht geben, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb muss diese Mordzentrale geschlossen werden. Und diese US-Militärstützpunkte in Deutschland stehen eben nicht für mehr Sicherheit, sondern sie werden aktuell für die Vorbereitung eines völkerrechtswidrigen Krieges gegen den Iran genutzt. Und was die US-Amerikaner hier machen, ist nichts anderes als eine Verletzung des Stationierungsabkommens von 1954 und des Zusatzabkommens der NATO, des NATO-Truppenstatuts. US-Präsident Donald Trump hat letztes Jahr mal ausnahmsweise etwas Positives angekündigt, liebe Freundinnen und Freunde. Er hat angekündigt, die US-amerikanischen Soldaten an der Zahl über 35.000 Soldaten in Deutschland, mehr als in jedem anderen Land Europas. Er hat angekündigt,
angekündigt, diese US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen, wenn wir nicht noch mehr Geld bezahlen für die Stationierung dieser Soldaten. Ich würde sagen, dass herzlich willkommen mit dieser Ankündigung. Ziehen Sie Ihre US-Soldaten aus Deutschland ab. Ich finde, nachdem die russischen Soldaten abgezogen sind, nachdem die französischen Soldaten abgezogen sind und nahezu fast alle britischen Soldaten aus Deutschland abgezogen sind, ist es an der Zeit, dass auch die US-Soldaten endlich wieder nach Hause gehen können. Und nicht zuletzt würde es auch den deutschen Steuerzahler 71 Millionen Euro allein dieses Jahr an Stationierungskosten einfach ersparen. Ich finde, wir können diese 71 Millionen Euro viel sinnvoller ausgeben. Und wenn Mr. Trump, Mr. President, seine US-Soldaten nach Hause nimmt, dann bin ich dafür, dass er auch gleich die US-Atomwaffen, die im Büschel sind, auch noch mitnimmt nach Hause. Vernichtungswaffen in Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde, die machen uns nicht sicherer. Die machen Deutschland nur zu einem potenziellen atomaren Schlachtfeld. Und deshalb sollten diese Massenvernichtungswaffen raus. Und wir brauchen auch keine neue deutsche Großmannszucht, wie CDU-Politiker das jetzt machen, indem sie sagen, wir sollten neue Nuklearprogramme in Verbindung mit Paris, mit Frankreich gemeinsam machen, um eine gemeinsame Großmachtpolitik für neue Atomwaffen zu entwickeln. Ich finde, das ist doch wirklich größenwahnsinnig, was diese Unionspolitiker von sich geben. Wir brauchen Abrüstung, atomare Abrüstung in Europa und nicht noch weitere Atomwaffen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen nicht nur, dass diese Militärbasen geschlossen werden. Wir wollen auch, dass diese US-Militärbasen nicht auch noch für das Säbelrasseln, das Kriegsgeheul gegen Russland genutzt werden. Für das größte NATO-Manöver der USA und ihrer Verbündeten auf deutschem Boden seit 25 Jahren, Defender 2020, sind jetzt neben 29.000 US-Soldaten auch noch 2.440 deutsche Bundeswehrsoldaten eingeplant. Und ich finde, gerade jetzt, am 75. Jahrestag der Befreiung von Faschismus, ist es doch geschichtsvergessen, dass die deutsche Bundeswehr an der Seite der NATO, an der Westgrenze Russlands, hier Kriege spielen übt. Das ist doch geschichtsvergessen. Das darf doch nicht passieren. Wir haben doch immer gesagt, als Lehre aus den von Deutschland ausgegangenen zwei Weltkriegen, wir möchten Dialog, wir möchten Versöhnung mit Russland und wir möchten eine Politik, die klar und deutlich sagt, nie wieder Krieg von deutschem Boden aus. Das war eine unserer zentralen Lehren. Und wenn ich schon am Schluss bei 75 Jahre Jahrestag der Befreiung vom deutschen Faschismus bin und die Lehre, die wir daraus gezogen haben, nie wieder Krieg, möchte ich auch eine zweite Lehre aufgrund aktueller innenpolitischer Entwicklung in Deutschland auch hier sagen. Zu den Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg gehört nämlich auch nie wieder Faschismus, liebe Freundinnen und Freunde. Und man muss sich schon fragen, Die Wahl eines FDP-Politikers, Thomas Kemmerich, zum Thüringer Ministerpräsidenten mit den Stimmen der FDP und der CDU, zusammen mit einer rechten AfD und einem Faschisten namens Höcke, das, liebe Freundinnen und Freunde,
ist ein Tabubruch in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Christdemokraten, Liberale, zusammen mit Faschisten paktiert, um einzig einen linken Ministerpräsidentenkandidaten, den Wahlsieger aus den Thüringer Landtagswahlen, Bodo Ramelow, zu verhindern. Und ich finde, auch das darf nicht sein. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, sind wir nicht nur hier am Protestieren heute, sondern wir sind auch in Gedanken mit denjenigen, die in Erfurt demonstrieren und sagen, nicht mit uns, nicht mit uns. Und in diesem Sinne, nicht mit uns neue Kriege, neue Aufrüstung, nicht mit uns Pakte mit Faschisten. Vielen Dank. Bravo.